So, wählt eure Belohnung aus. Einen Dreizack der Erde. Das ist doch hervorragend. Siegel Erde, verstärkter Dreizack. Ist die denn vom Level her überhaupt sinnvoll, die Belohnung? Weil wir sind ja schon. Mein jetziger Dreizack ist viel, viel schwächer, weil Dreizack, das war von Level 7. Ja Der gut, hier die ist sind auch nicht Level so 24. wirklich so wichtig, diese Unterwasserwaffen meistens. Es sei denn, man kommt in ein Gebiet, wo man viel unter Wasser machen muss. Gut, Instanz verlassen. Ja, ich denke, ihr könnt jetzt die Instanz. Okay. Und du weißt noch nicht, wo es dann weitergeht, ne? Siehst du gleich. Ja, genau. Weil ich auch gerade rausporte. Ach, der Tacho. Können gerne noch mal ein kleines Päuschen einlegen und uns dann in Nö, 10 Minuten wieder treffen. noch mal ein Päuschen würde ich aber eher ungern machen. Dann würde ich sagen, eher noch ein bisschen spielen und dann Schluss machen, als jetzt noch mal ein Päuschen machen und dann noch mal 3 Stunden spielen. Gut, ich glaube, ich muss tatsächlich hier im Ort bleiben, in Holbrag. Im Ernst? Im Ernst, ich muss zu Liliana Schwarz und muss sie um Hilfe bitten mit dem Schauflercode. Dazu müssen wir ganz einfach aus der Tür raus, Dann haben wir ja folgt jetzt mir. gar keinen Ladebildschirm. Nein, sodass alle wieder zueinander stoßen könnten. Joran, du stehst doch da, ne? Kommst du? Joran schmollt. Ich lauf mal vorbei. Denn was Ich habe sind gerade Bescheid gekriegt von meiner Tochter, die ist heute nach Berlin gefahren. Oh. Komm und so. Hui. Feiert Kein Silvester Stau da, auf der oder wie? Autobahn. Ja. Will sie sich mit Freunden da treffen. Okay. Wir gehen jetzt einfach mal da die Straße runter. Etwas steil. Und hui. So. Was ich ja ein bisschen redundant finde, ist es in Holbrag schneien zu lassen mit der Schneemaschine. Oh, Schnee, das hatten wir ja noch nie hier. Schnee. Okay, es ist magischer Schnee, aber Schnee ist Schnee. Es ist quasi hier Schnee von gestern. Seht ihr diese große Halle mit diesem edlen Vogel über euch? Moment, bleib mal stehen, damit ich die große Halle mit dem Vogel besser sehen kann. So. Hahaha. Ja, seht ihr sie? Tatsächlich, das sieht aber eher ägyptisch aus, muss ich sagen. Ja, Ah, da müssen wir jedenfalls rein. jetzt kommen die Kotknacker. Wir haben ja auch schon das Labor der Inquistur aufgeheckt. Ihr schaut euch diese etwas größere Halle an, die nun wirklich von den Baukünsten der Norn zeugt. Diese Baumstämme zu transportieren, das ist spannend gewesen. So, und jetzt möchte ich euch Liliana Schwarz vorstellen. Hallo Liliana. Grüß euch. Grüß euch. Oh, du hast gerade ein Video, aber wir nicht. Liebe Zwingerin sein. Der gelehrte Protz sagte, ihr interessiert euch für den verschlüsselten Brief. Bereit für eine Jawohl, die Schaufler, Herausforderung. die ihn geschickt haben, arbeiten an einer neuen Waffe für etwas Großes. Damit wir das verhindern können, müssen wir wissen, was es ist. Eine Buchverschlüsselung. Sender und Empfänger nutzen dasselbe Buch. Jeder Buchstabe der Verschlüsselung entspricht einem Wort im Buch. Wenn es am Ende ist, die Seite Wie oder kann ich helfen? Zeile 029701 bedeutet Seite 297, Zeile 1. Oh, verstehe. Woher wissen wir denn, welches Buch verwendet wurde? Tja, das ist der schwierige Teil. Könnte alles sein.
Deshalb spricht man bei dieser Art Code von Sicherheit durch Unklarheit. Der einzige Weg führt über den Absender oder den Empfänger. Der Brief kam aus Maulenheide. Da würde ich zuerst suchen. Ich hab's übrigens zwei Sehenswürdigkeiten zu entdecken für die Leute, die nicht aufgepasst haben. Ich glaube, dass... wohin? Hier unten? Ja, einmal links und einmal rechts unten. Ich glaube, das Buch, um das es geht, ist der Maulwurf Grabowski. Oh, das ist ja ein weltberühmtes Buch. Ja, in mehreren Haushalten. Eigentlich, wenn man mal genauer drüber nachdenkt, das einzige Buch, was in Frage kommt. Nein. Die literarische Umsetzung dieses ganz berühmten tschechischen Maulwurfes, die käme auch noch in Frage. Meinst du? Gibt's das auch als Buch? Das meine ich ja eben. Das wäre jedenfalls sehr geschickt, das zu nehmen, ne? Denn auf Grabowski kommt auch jeder. Okay, so. Trefft Rott außerhalb Maulerheides. Wo mag Maulerheides und so weiter? Also hier Aha. ist nicht Maulerheide, das heißt, wir sind außerhalb von Maulerheide, das heißt, wir sind hier richtig. Zitterspurfront müssen wir hin. Wo ist und das denn schon ist wieder? Wegmarke Winterfreistadt. Alternativ Wegmarke Knotenpunkt. Ist das in Holbrack? Ich mach mal eben hier einen Kreis hin. Nein, außerhalb links von Holbrack, direkt links davon. Ich mach mal hier meine Kreise auf der Karte. Seht ihr das? Na ja. Unter dem Wort ja. Zitterspurfront. Ach, da ist. Oder ein, eben. Da kann ich ja hinporten. Oder hier. Ja, ist gut. Kannst du das auch dahin porten, Noridi? Ja. Gut, dann porten wir jetzt alle. Joran, kannst du dahin porten? Joran portet nicht mehr. Dann müssen wir es ohne Joran schaffen. Ja, gut, okay. Wir sind mal wieder in den Genderanfeldern. Das Gefühl, da war ich heute schon. Ja, könnte sein, dass wir hier schon mal gewesen sind. Unserem Trek nach Westen. Oder wie war das? Ostwärts, bis nach Scharbeutz. Das hast du schon mal gesagt. Westwärts. Ja? Da waren wir in den Kessex-Hügeln. So, jetzt wollen wir doch mal schauen, was da los ist und wer das wissen will. Ich gebe Speed. Zack. Ja, noch sind ja nicht alle da. Wo muss ich denn hin? Alle da. So, jetzt muss ich nach Norden. Schau mal eben auf das Level. Findet das Buch. Trefft Prot außerhalb Maulerheides. Level 26. Das müsste doch ein leichtes sein. Bitte geht in Richtung Norden mit mir. Nein, Nuri, die hängt hinterher. Nein, ich bitte euch noch. Hoffentlich ist die Eisbarriere wieder weg, die vorhin hier erschienen ist. Kurz ernten. Ja. Was sind denn eigentlich Pfahlwurzeln, bitteschön? Das sind doch keine Rüben. Eine Pfahlwurzel ist eigentlich eine besondere Art von Wurzel, die nämlich wie ein langer Pfahl tief in der Erde steckt und wenig Verästelungen und Verzweigungen hat. Zum Beispiel ist die Möhre sozusagen eine Pfahlwurzel. Ja, hallo? Ist das jetzt dasselbe Achtung, Event, was gerade schon uns. Gefailt ist? Ja? Möglich wäre das, ne? Achtung, da kommt noch einer. Renne! Verbleibende Zeit 2 Minuten.
eskortiert die Karawane der Löwengarde zum Knotenpunkt Freistadt. Geht die nicht mehr weiter hier? Irgendwie kommen die nicht weiter. Ach, deswegen fehlt da kommen aber noch Feinde. Kann sein, dass das einfach nicht weitergeht, ne? Ich glaube, das ist verbuggt. Dann läuft der Timer ab und in 2,5 Minuten kommt dann halt Event gescheitert. Nein, da brauchen wir jetzt hier auch nicht. Okay, dann mache ich den letzten hier nochmal. Einfach nur, damit ich was einzusammeln habe. Und dann... Gehen wir mal weiter. Ja, wir sind total zähe Kunden. Instanz betreten. Geht das eigentlich auch während des Kampfes? Tja. Gerade ging's. Nun spreche ich mit gelehrten Pott. Sind wir sicher, dass es hier ist? Die Nachricht kam. Also müssen wir hier suchen. Such den Maulerheide nach dem Schlüsselbuch. Maulerheide. Ah ja, hier in diese Richtung müssen wir. Oh, da will einer. Denke mal, die müssen wir. Denk dran, uns fehlt jetzt ein bisschen die Firepower. Aber hundertprozentig. So, irgendwo muss ich hier. Wo muss ich denn da? Ne, ich glaube, muss oben rum, Leute. Kann das sein, dass mein Pfeilchen mich dahin führt? Ja. Ja, erstmal muss ich da unten noch. Die Gegner mach ich. Vor allen Dingen solltest du nicht einfach losrennen. Was zu tun? Ich habe von hier oben nicht gecastet. Alles ist gut. Nächste. Ich habe wenigstens eine Sehenswürdigkeit gegeben. So. Ja, jetzt müssen wir aber hier. Kommt hier. Da hinten hin, irgendwie kommt hier der Kreis. Ich glaube, dass wir da in die Höhle müssen. Ja. Einfach zu dem Kreis. Na. Lassen wir Feuer regnen. Das ist sehr gut. Das ist ordentlich Damage, wenn man es ausgebildet hat. Da hilft dir auch dein Gong nicht weiter. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich glaube auch. Da ist das unter dem Tal der Lilie. Ja, ist ja fast was ich gesagt habe.